Hallo, hier ist wieder euer Weehawk und ja, was soll ich sagen? Wir sind zurück beim Star Fox 64 Randomizer und entgegen meiner Ankündigung gehen wir doch nochmal nach Katina, weil ich habe den Endurance Mode mal ausprobiert und ich glaube, da brauche ich etwas mehr als einen Part für, tatsächlich. Deswegen machen wir heute einfach nochmal Protected Targets und versuchen mal, ob wir den Modus nicht doch schaffen, weil ich habe mittlerweile rausgefunden, es ist möglich, den Modus zu schaffen. Ja, also wollen wir das mal probieren. Beim letzten Mal, das war ja fast schon zum Fremdschämen, was ich da abgeliefert habe. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach nochmal aus und gehen dafür einfach mal ins Main Game. Ich hoffe, es ist nicht hier Expert Mode. So vergnügungssüchtig bin ich dann doch nicht. Wieso starte ich mit 0 Leben? Katina is battling. Ja, ja. So. Achso, ich habe immer noch den Hyperlaser drin. Ja, egal, es hilft. Es hilft alles. Es hilft. So. Also, es geht darum, für all diejenigen, die den letzten Part nicht gesehen haben, jetzt zufällig hier reinschauen, es geht darum, Bill und Cat zu beschützen. Und das möglichst lange. Es stellt sich jedoch raus, wir sind überwiegend damit beschäftigt, uns selbst zu beschützen. Tatsächlich. Denn es ist ziemlich heftig, was hier abgeht. Wow, Cat, das war eine geniale Rolle. Ihr seht die Energieanzeige, 300 jeweils, bei Cat und bei Bill. Und wir gucken mal, dass jetzt hier nicht Star Wolf kommt und den beiden hier schnell den Gar ausmacht. Deswegen machen wir auf jeden Fall, auf jeden Fall Star Wolf mal weg. Ah, hier, schön, zack. Ah. Ich glaube, da habe ich Bill gerade ein bisschen beschützt. Das ist doch gut. Wir sind beide noch bei 300. Das macht mir ein bisschen Mut, da ich es diesmal vielleicht schaffen kann. Ja. Scheiße, das war ich, ne? Scheiße, ich habe Bill Schaden gemacht. Nein! Das ist nicht Kill Bill. Das ist ja allerhöchstes Kill, Star Wolf. Ah, shit. Ah, shit. Okay. Und einen Ring, den brauche ich. Oh, Bill hat ordentlich Schaden genommen. Vielleicht langt es ja auch, wenn einer überlebt. Für Bill sieht es nämlich schon mal nicht so gut aus. So. Wenn ich das richtig gesehen habe, muss die Zeit bei 15.000 sein. Ob das wirklich so ist, wird sich zeigen. Dann haben wir ja schon mal ein Drittel fast geschafft. Oh, aber... Oh mein Gott, was ist mit Bill? Er wird verfolgt offenbar. Bill! Wo bist du? Hinten bist du. Warte, da wird wirklich ganz schön die Mangel genommen. Ja, ja. Komm, schieße ich nochmal drauf. Das war eine saugute Idee, frontal auf Bill drauf zu schießen. Das war das Beste, was ich in dieser Situation überhaupt tun konnte. Aber es geht auch niemand auf Cat. Das ist auch voll interessant. Ach du Scheiße. Ja, mach mal das hier. Shit, gleich bin ich platt. Ja, genau. Ich muss auch ein bisschen auf mich aufpassen. Ja, sagt das nicht, Slippy. Doch, es ist nicht so weit. Ah! Ach du Scheiße. War das die Bombe von mir gerade, die so viel Schaden gemacht hat? Bill ist tot und Cat hat irgendwie sau viel Energie verloren. Das muss ich nochmal probieren. War das meine Bombe? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Dafür opfere ich diesen Versuch. Komm mal her. Ah,
Scheiße. Du sagst es. Jetzt habe ich keine Bomben mehr. Jetzt kann ich es nicht mehr ausprobieren. Oh, sehr gut. Energie! Aber das nützt nichts. Ah! Verdammte Wolfen! Geht weg! Ah! Muss mich hier voll konzentrieren gerade. Wollte ja eigentlich eine bessere Leistung abliefern als beim letzten Mal, aber irgendwie nicht so gut, was hier gerade passiert. Das ist einfach zu wenig Energie, was Cat hier noch hat. Oh, ja, das Kleinvieh, was mich hier verfolgt. Da haben wir gar keine Chance hier. Und ich rede nicht von Slippy. Oh shit. Nicht so ins Getümmel, Cat. Bleib doch einfach abseits. Ja. Eine weitere Wolfen erledigt. Ah, Bombe, Bombe! Aber jetzt will ich das nicht mehr ausprobieren, eben mit der Bombe zu schaden. Weil jetzt, gehen wir ja doch ein wenig auf die Zielgerade. Wenn es wirklich 15.000 sind. Ja. Sehr schön. Hey, ein extra Leben. Cool. Oh, shit. Nein! Ja, haut ab! Und zwar alle Teile. Wow, so viel Star Wolf habe ich noch nie in meinem Leben platt gemacht. So. Aufgepasst. Ah, scheiße! Nochmal Star Wolf weg. Bei 12.000 sind wir. Theoretisch können wir es schaffen. Oh Gott, aber aufpassen, dass wir Cat nicht selber beschießen. Boah, das wird so spannend. Ich fliege jetzt erstmal hinter der Wolf hier her. Ah! Ja. Ah, scheiße. Ja, ein bisschen aufpassen, dass ich selber überlebe. Fucking hell. Oh, shit. Wir können es schaffen. Also, wir haben zwar bildlich gerettet, aber... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Du lässt Cat in Ruhe. Das sieht gut aus. Ah. Vielleicht haben wir es gleich. Vielleicht haben wir es gleich. Step on the gas, ja. Aber bitte, der Counter soll mal bitte ein bisschen auf die Tube drücken. Du lässt Cat in Ruhe, was soll denn das? Haben wir es gleich? Ist bei 15.000 Schluss? Ja! Es ist Schluss bei 15.000. Wow! Okay, cool. Haben wir es doch geschafft. Jetzt wäre natürlich so als extra Challenge, wäre doch interessant, schaffen wir das Ganze auch
mit Cat und Bill, beiden am Leben. Was können wir dann da noch randomisieren? One-Hit KO vielleicht jetzt nicht unbedingt. Wenn ich jetzt mal Random Items aufmache, gehe nochmal auf Main Game. Bei mir kam das komisch vor, dass ich jetzt irgendwie 5 Bomben und Laser hatte. Das ist aber immer noch so. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, warum diese Einstellung so ist, aber ja. Jetzt habe ich natürlich die Random Items mal ausgestellt. Jetzt bin ich auch mal gespannt, was da kommt, weil wir hatten sehr viele Flügel. Die dürften ja jetzt wegbleiben. Stattdessen dürften wir die obligatorischen Goldringe und Laser-Upgrades und was weiß ich was bekommen. So. Genau, so. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt werde ich mal hingehen. Okay, tatsächlich 100 Schaden. Okay. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Also es sind tatsächlich die Bomben, die Schaden machen. Ja. Achtung und... Ah, nicht nah genug dran. Ah. Nee, das war nicht gut, aber... Also laden wir einfach mal wieder den Safe State. Und dann probieren wir es ohne die Bomben. Das müssen die Bomben gewesen sein, oder? Gerade der Schaden. Ja, komm, ich probiere es nochmal. Kennt das gerade so schön im Bild? Das war jetzt nicht die Bombe. Nee, doch nicht. Nee. Nee. Ich kann in ihrer Nähe Bomben einsetzen. Okay, dann hat sich das schon mal nicht bewahrheitet. Alles klar, ich lade nochmal. So, okay. Aber jetzt Konzentration. Jetzt versuchen wir mal wirklich beide zu beschützen, beide zu retten. Problem ist, Bill taucht nicht auf dem Radar auf. Aber wenn ich mich so ein bisschen an Starwolf orientiere... Und zwar an den Starwolf-Mitgliedern, die nicht hinter Cat her sind. Ja, direkt mal Cat getroffen. Dann kriegen wir das vielleicht hin. So, erste Wolf außer Gefecht gesetzt. Ich glaube, ich kümmere mich einfach um die. Ich meine, ich muss natürlich auch auf das Kleinvieh so ein bisschen achten, weil das Kleinvieh sozusagen ist hinter mir her. Das macht ja bekanntlich auch Mist. Der Mist, den es in dem Fall macht, ist mich zu verfolgen. Genau das. Ich krieg Starwolf gerade nicht ausgeschaltet. Ich krieg Starwolf halt gerade echt nicht ausgeschaltet. Was ist denn da jetzt los? Wenn ich jetzt immer mehr Starwolf hier erscheinen lasse, dann ist es gleich um Cat und Bill geschehen. Ah, shit. Für Bill sieht es ja doch ganz gut aus. Der kennt jetzt eher nicht so. Okay, jetzt sind sie hinter Bill her. Irgendwo ist Bill. Hier ist Bill. Ja, und da ist auch Star Wars. Ja, den Landmaster kann ich jetzt hier überhaupt nicht gebrauchen. Aber danke. So, ich bin sicher, das war ein 1A-Einfall von dir, Fox. Sehr wenig Random-Kommentare hier. Aber wenn, dann sind sie on fire, oder? Das ist doch absolut großartig. Das ist einfach das Beste. Ah. Oh, ich habe den sogar erwischt. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe das die ganzen Jahre nicht gemerkt. Starwolf, so bin ich entlassen? Okay, nein. Okay, komm, nicht schon wieder die Alpha-Telefon-Münster-Werbung. Das ist.
So ein Bart hat das schon. Wie die Checkpoints aus Disney Illusion Island. Nö, Werbung für andere Projekte war, hat die eh keiner sieht. So, ah, la, la, la. Okay. Bisher schaut's ganz gut aus. Es tut so gut, auf Katina mehr als 300 Hits machen zu können, ne? Das ist so die goldene Grenze, sag ich mal. Oh Gott, ich hab Cat voll abgeballert! Oh nein! Das wird die goldene Grenze, über die viele drüber kommen wollen. Ich habe es einmal in meinem Leben geschafft. Und da lief ja wirklich alles perfekt. Ich weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe. Ich könnte es gar nicht mehr sagen. Also es hat wirklich, da hat wirklich alles perfekt geklappt. Und ich könnte es nicht wiederholen. Konnte ich auch tatsächlich dann nicht mehr. Also, so, wenn ich einen guten Run hatte auf Katina, bin ich so bei 260 Abschüssen vielleicht. Auch das ist schon echt gut. Aber die 300 damals, die waren echt krass. Ich würde auch sagen, das ist mein mit Abstand bester Highscore von allen. Ah, shit. Muss aufpassen. Beide haben zwar noch recht viel Energie, aber man sieht ja, wie schnell es vorbei sein kann. Aber ich habe mich zuverlässig um Star Wolf gekümmert und das zahlt sich aus. Ist natürlich Hyper Laser sei Dank. Also mit Single Laser wäre das jetzt eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, das ist so zum Reinspielen. Oh, oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, Star Wolf ist wieder am Anmarsch. Ah! Ho. Hä? Nicht hinter Bill formieren. Fällt dir ein? Oh scheiße, jetzt kommen wieder ganz viele. Oh, ich muss die loswerden. Ja toll, Slippy hat's zurückgezogen, oder was? Oh no! Ja. So kennen wir ihn. Ach. Oh scheiße. Oh scheiße, wo ist Bill? Der hat ja super viel Energie verloren. Oh mein Gott, er verliert weiterhin Energie. Irgendwo hier ist Bill. Wo ist Bill? Hier ist Bill. Scheiße. Scheiße, ich habe Bill aus den Augen verloren. Scheiße, ich habe Bill aus den Augen verloren. Und kein Wunder, hinter denen waren zwei her. Oh nein. Oh, hier sind zu viele Star-Wolf-Typis. Oh, scheiße. Muss die echt loswerden jetzt hier. Ich will, also diesmal will ich, dass beide überleben. Aber das sah ja bis eben auch nicht schlecht aus. Jetzt ist sie nochmal getroffen worden. Aber es ist auch nicht mehr viel Zeit, die wir überbrücken müssen. Wir können es schaffen. Es sieht immer noch okay aus, sag ich mal. Wir müssen nur an uns glauben, an das Herz der Karten. Oder alternativ an den Hyperlaser und die Bomben. An das Herz des Hyperlasers. Hyper, Hyper. Genau. Scooter ist genau die Motivation, die ich jetzt brauche. Das ist... HP fucking Baxter. Okay, scheiße. Ja, ich darf mich jetzt nicht selber zum Lachen bringen. Ich muss ja irgendwie jetzt hier ernsthaft bleiben und so. Wo ist Wolf? Ach, Wolf habe ich abgeballert. Okay, warte mal, dann kann ich... Oh, gerade eine kleine Verstaufpause hier. Aber nur eine kleine, da ist Wolf. Und direkt hinter Cat... Oh, 65 nur noch bei Bill. Warum?
Wird er gerade verfolgt? Von was wird er verfolgt? Da ist doch nix. Das sieht aus, als schaffen wir es, oder? Ich könnte Bill jetzt noch abballern. Er ist so schön gerade vor der Flinte. Und Starwolf taucht auch nicht mehr auf. Ich glaube, wir haben es. Hier formieren sich jetzt noch mal ein paar Gegner. Da sage ich mir eben kurz Scheiß drauf. Und wir haben es. Wow. Und mit 448 Abschüssen. Das ist doch wundervoll. Und wenn ich nicht weiter drücke, läuft die Levelzeit einfach... Nee, es geht von alleine weiter. Okay. Na also, da haben wir sie zum Abschluss nochmal beide gerettet. Ah, gut, okay. Es war jetzt zwei Parts lang derselbe Modus. Aber ich habe mir gedacht, ich will es doch mal schaffen. Wenn es schon möglich ist, das zu schaffen, dann will ich es auch schaffen. Und zumindest im normalen Modus mit Hyperlaser. Was möglich. Nein, wir machen nicht noch eine Runde. Ja. Stattdessen kümmern wir uns im nächsten Part um den Endurance Mode. Der ist sehr interessant. Und ich denke, mit dem, was ich ursprünglich gesagt habe, hier so zwei, drei Parts von Star Fox 64 Randomizer, ich glaube, wir werden ein bisschen mehr brauchen, weil ich glaube, im Endurance Mode könnte ich mich eventuell ein bisschen aufhalten. Wenn es nicht ganz scheiße läuft. Wenn nicht alles gegen mich läuft. Weil dieser Modus ist für echte Highscorer. Warum, weshalb, wieso, das erfahrt ihr im nächsten Part vom Star Fox 64 Randomizer. Bis dahin, euer Weehawk.